Vielen Dank für die Einführung. Willkommen hier bei unserem Vortrag Beschaffung, aber richtig. Wir haben eben im Vortrag von Bianca gehört, dass sich eine Vielzahl Unternehmen auf so eine Ausschreibung beworben haben. Da kamen auch Rückfragen aus dem Publikum, wie das denn da mit der Auswahl des Anbieters stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen unser Thema, auf das wir uns heute fokussieren wollen. Wie finden wir dann den passenden Anbieter im Sinne der Open-Source-Geschichte? Neben mir steht Birgit Becker. Sie ist zusammen mit ihrem Bruder Ralf Inhaberin und Geschäftsführerin der eGroupware GmbH, dem Hersteller der gleichnamigen Groupware-Lösung, die man on-premise oder auch gehostet als Cloud-Lösung bekommen kann. Sie ist bei der Firma zuständig für Support und Consulting und daher auch die Schnittstelle zwischen Kunden und den Entwicklern. Ich darf Klaus Wickinghoff vorstellen. Er ist zusammen mit einem Partner, Besitzer und Gründer und Geschäftsführer der Linodata GmbH, ansässig als Systemhaus in Essen im Herzen des Ruhrgebiets. Und er selber beschäftigt sich mit Linux schon seit 1994 und möchte mit Open-Source-Lösungen für seine Kunden denen möglichst viel Freiheit geben in der Wahl der Lösung, wo es gehostet wird und so weiter. Wir zusammen sind beide ehrenamtlich in der OSBA, Open Source Business Alliance, tätig und dort in der Working Group Beschaffung unter anderem und sind dort zu den Sprechern der Working Group gewählt worden. Die OSBA hat aktuell über 200 Mitglieder. Das sind kleine Unternehmen wie die eGroupware oder Linodata. Es sind aber auch große Unternehmen wie Bechtle, Telekom, Univention, Nextcloud, um im Prinzip alles Unternehmen, die sich mit dem Thema Open Source oder rund um Open Source beschäftigen. Wenn man so auf die Mitarbeiter projiziert, sind es etwa 100.000 Mitarbeitende, die damit auch in der OSBA vertreten sind und ein Umsatz, ein Turnover von etwa 130 Milliarden Euro. Wir sind in der OSBA so organisiert, dass wir verschiedene Working Groups haben. Working Group Beschaffung habe ich eben schon genannt, aber auch sowas wie Events, License Compliance, Security, Public Affairs. Wir haben auch immer mal wieder Taskforces, je nachdem, was halt gerade aktuelle Themen sind, formulieren dort einiges an Positionspapieren. Wir sind auch, das sieht man auf dem Bild hinter uns, ein Teil von APEL. Das ist die Dachorganisation auf europäischer Ebene. Und dort engagieren wir uns auch, beziehungsweise haben dieses Jahr sogar den Vorsitz als OSBA für APEL. Das sind immer wechselnd die Mitgliedsunternehmen, haben den Vorsitz. Und Peter Ganten, unser Vorstandsvorsitzender, ist auch dieses Jahr quasi der Vorsitzende von APEL. Und wir versuchen da auf der europäischen Ebene Sachen voranzubringen. Genau. Und ich wollte jetzt hier eigentlich so ein euphorisches Bild zeigen, dass der Staat natürlich jetzt alles in Open Source macht. Wir haben eben das Zitat gesehen aus dem Koalitionsvertrag, dass vorrangig Open Source beschafft werden soll. Hier eine Meldung aus dem Februar zum neuen OZG, zum Online-Zugangsgesetz, wo eben auch eine Formulierung drin steht, dass, wenn möglich, Open Source Lösungen beschafft werden sollen. Und im Prinzip, ich sag mal, bei der öffentlichen Hand angekommen ist, dass Open Source irgendwie eine sinnvolle Lösung ist. Das ist sicherlich ein Teil von unserer aller Lobbyarbeit hier zu verdanken, um diese Dinge zu erklären, die wir machen, um diese Nachnutzungseffekte und Wiederverwendbarkeit herauszustellen. Und wenn die öffentliche Hand jetzt Open Source haben möchte, ne, dann kommen wir zu einer Beschaffung. Das ist ja eben auch kurz skizziert worden in dem ganzen Prozess. Und die spannende Frage ist jetzt eigentlich, was beschaffen die denn da eigentlich? Die Open-Source-Lizenzen selber kann ich nicht kaufen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie 20 Lizenzen LibreOffice zum Beispiel beschaffen. Das funktioniert nicht. Das heißt, in so einer Ausschreibung wird eigentlich immer nur Service oder Dienstleistung ausgeschrieben. Das war auch in dem vorherigen Beispiel von Bianca der Fall. Da war die Dienstleistung entsprechend Programmieren von Software. Wenn ich jetzt sowas wie LibreOffice nehmen würde oder irgendjede andere beliebige Open-Source-Software, dann habe ich halt vielleicht den Service, um das System einzurichten, um eine Datenmigration zu machen, um Anpassungen vorzunehmen und über eine gewisse Laufzeit vielleicht irgendwie Support für das System zu leisten. So, und das wird dann halt beschafft und im Rahmen der Beschaffung wird dann irgendwie ein Anbieter ausgewählt. Und die Frage ist halt, wie findet man denn den richtigen? Ich glaube, eben kam bei einer der Rückfragen raus, dass dann in diesen Beschaffungs
Szenarien im Vorfeld irgendwie komische Fragen kommen, dass teilweise auf Seite der Beschaffung das Wissen nicht vorhanden ist oder falsche Fragen gestellt werden. Und wir haben jetzt mal in der OSBA so ein bisschen unter unseren Mitgliedern rumgefragt, wie sieht das denn aus der Seite der Anbietenden aus? Was sind denn da so Erfahrungen oder gängige Probleme, die auftauchen? Und hier haben wir jetzt einmal beispielhaft einen Hersteller einer Open-Source-Software und der hat uns Folgendes berichtet. Ein Bundesland hat sich entschieden, für alle Schulen, das sind etwa 1,8 Millionen Schüler, unsere Software auszuschreiben. Das haben dann Unternehmen X und Y gewonnen. Beide hatten aber mit unserer Software bisher noch nicht wirklich viel gemacht. Wir haben uns als Hersteller selber auch an der Ausschreibung beteiligt. Das Bundesland hatte sehr hohe Anforderungen an Performance, Skalierung und andere Dinge. Darüber haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie das denn tatsächlich umzusetzen ist, ob es umzusetzen ist, wie man das Ganze erfüllen kann. Unternehmen X und Y haben letztendlich mit Dumpingpreisen die Ausschreibung gewonnen, sind dann im Nachhinein aber wieder auf uns als Hersteller zugekommen und wollten sich für günstiges Geld Consulting einkaufen, wie sie denn mit den Performance- und Skalierungsproblemen, auf die sie gestoßen sind in der Umsetzung, dann umgehen sollen. Die Antwort vom Hersteller an der Stelle war, kauft unsere normalen Subskriptionen. Ihr habt 1,8 Millionen Schüler, kostet dann XYZ. Das war aber natürlich bei Ihnen nicht eingepreist. Von daher hatten Sie nicht das Budget, um die Sachen einzukaufen. Und als Hersteller ist es natürlich auch ganz selbstverständlich, warum sollte ich jetzt für günstiges Geld nur den Support leisten und der andere sackt quasi den großen Teil des Geldes ein in der Beschaffung. Ja, also wir sehen schon, der Hersteller regt sich richtig auf darüber. Und seine Sicht ist natürlich auch total nachvollziehbar. Gerade bei großen Projekten ist Skalierung und Performance immer ein Riesenthema. Da muss im Vorfeld Consulting gemacht werden, da muss geschaut werden, was ist das Setup, was ist an Hardware da, was ist an Netzwerkinfrastruktur da, wie viele Nutzer sind es, was für Nutzerverhalten ist zu erwarten. Klassischer Fall, morgens um 9 Uhr bricht alles zusammen, weil dann der Kaffee, oder um 5 nach 9 bricht alles zusammen, weil der Kaffee dann auf dem Tisch steht und alle ihren Rechner einschalten. Und das wird üblicherweise halt in Consulting gemacht. Das ist so eine Form von Dienstleistung, die man anbietet. So. Und wenn jetzt ein Unternehmen hingeht und die Open-Source-Software einfach herunterlädt und sagt, das schaffen wir schon, dann ist natürlich diese Komponente nicht da drin. Und dann im Nachgang zu dem Hersteller hinzugehen und zu sagen, so, jetzt helft uns mal, ist natürlich blöd, weil der Hersteller hat da ja gar keine Ressourcen für. Der hat ja nie an dieser ganzen Sache partizipiert. Das Problem an der Stelle ist jetzt so ein bisschen, und das habe ich in vielen Jahren durchaus öfter mal erfahren, das Ganze ist jetzt nicht das Problem des Anbieters, sondern das fällt dann auf die Open-Source-Software zurück. Die Software ist halt schlecht, die funktioniert nicht für große Nutzerzahlen, die skaliert nicht. Und der Hersteller ist ganz doof, weil der lässt uns damit ja im Regen sitzen, der hilft uns ja nicht. Und wo kommt das her? Das kommt aus der Welt der proprietären Software. Wenn ich da Software kaufe, dann verkaufe ich eine Palette mit, keine Ahnung, 500 Schachteln einer Software und der Hersteller partizipiert immer. Und wenn es dann Performance-Probleme gibt, hat er natürlich Geld verdient und kann damit Ressourcen bereitstellen, die entsprechend sich um diese Probleme kümmern. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die natürlich daher stammt, die wir mit Open Source aber nicht bedienen können. Wir haben noch ein zweites Beispiel mitgebracht von einem anderen Anbieter von Open Source Software. Genau, vor anderthalb Jahren hat mir der CIO eines Bundeslandes zum Deal für die Videoarbeitsplätze mit unserer Software gratuliert und geschwärmt, dass er ein großer Open-Source-Verfechter ist. Ich wusste eigentlich erstmal gar nicht, wovon er sprach und habe dann herausgefunden, dass Unternehmen Z mit unserer Software eine Ausschreibung in seinem Bundesland gewonnen hat. So, letztlich haben sie damit ein drittes Unternehmen beauftragt, die unsere Software geforkt haben und Anpassungen der Software vorgenommen haben. Accessibility war ein großes Thema. Und der CIO hat gedacht, das ist alles super für Open Source, ne? Wird ja weiterentwickelt und die Dinge reingebaut und so weiter. Das Problem ist nur, dass diese Firma, die es gemacht hat, das Ganze nie wieder Open Source gestellt hat. Das ist quasi eine Einbahnstraße geworden. Und das völlig Verrückte ist, dass jetzt ein Bundesministerium im Prinzip mit auch unserer Software arbeiten möchte, die gleichen oder sehr ähnliche Anpassungen für Accessibility benötigt und jetzt quasi nochmal Steuergeld bezahlt, um die gleichen Sachen nochmal zu machen. Ja, Problem ist generell einfach,
nur weil der Ausgangspunkt Open Source ist, bedeutet es nicht zwangsweise, dass das, was hinten rauskommt, wenn ich Anpassungen machen lasse, wieder Open Source ist. Das heißt, das ist ein Teil, wo ich im Beschaffungsprozess von vornherein darauf Wert legen muss, welche Lizenz soll bei dem, was rauskommt, tatsächlich auch wieder verwendet werden. Sinnvollerweise, wir haben eben schon Open Code gehört, wenn ich also direkt vereinbare, das Ganze wird auf Open Code veröffentlicht, wird auf Open Code gestellt, bin ich auf einer sehr, sehr sicheren Seite, weil die Lizenzen, die erlaubt sind auf Open Code, ermöglichen alle eine Nachnutzung von anderen Ämtern. Von daher ist das immer auf jeden Fall eine gute Möglichkeit in der Beschaffung direkt, aber es muss Teil des Vertrages sein. Ich muss es von vornherein festlegen, zu sagen, das, was rauskommen soll, soll unter AGBL, wie es jetzt in dem Fall war, oder EUPEPL, um eine andere Lizenz zu nennen, oder GPL2 oder was auch immer für eine Lizenz. Sinnvollerweise verwendet man die Lizenz, die vorher in dem Projekt auch verwendet wurde, ist aber nicht generell darauf festgelegt. Wichtig ist nur, es muss halt vertraglich geregelt sein. Sonst ist man in der Einbahnstraße, die beiden Sachen gehen auseinander und ich stehe dann irgendwann an dem einen Ende und kann dann entweder meine Änderungen, die ich gemacht habe, mich verabschieden aufs Projekt zurück oder kann letztendlich versuchen, was da noch machbar und rettbar ist, bezahle vielleicht weiter noch ein paar Jahre, aber ich bin im Prinzip einfach irgendwo angekommen, wo ich nicht hin wollte von vornherein. Genau. So, und als letztes Beispiel haben wir noch einen Hersteller einer weiteren Open-Source-Software und der hat uns Folgendes berichtet. People float companies and communities by filling tickets and say that the software doesn't work. What they fail to say is that they are supporting the system for someone else, paid, and they aren't paying for the support. That it's hard to separate from a community that you want to nurture and help. Das heißt, standardmäßig will man natürlich die Community unterstützen. Sorry. Also, auch hier wieder, ne, der Sicht des Herstellers ist im Prinzip nachvollziehbar. Die meisten Firmen, die Open Source machen, bieten tatsächlich kostenlosen Support an für Leute, die sich die Software einfach irgendwo heruntergeladen haben. Das ist eventuell als Marketing zu sehen, ne, dass sie sagen, wenn einer das zu Hause installiert und die Software gut funktioniert, wird er sie vielleicht auch im Unternehmen irgendwie einbringen und die werden dann vielleicht eine Subskription kaufen. Es ist ein bisschen vielleicht auch ein Win-Win für den Anbieter, indem er halt Bugs schneller findet oder mehr Bugs findet, vielleicht Feature-Requests reinbekommt und so weiter. Das findet natürlich in öffentlichen Dingen statt, also in einem Forum oder in einem öffentlichen Ticket-Tracker. Das heißt, da ist dann auch teilweise Daten zu sehen, mit denen man irgendwie diesen Fehler reproduzieren kann. Und das Problem ist jetzt, wenn ein Unternehmen quasi selber ein Supportpaket anbietet an einen Auftraggeber und im Background sich dann quasi in dieser Community-Support-Schiene bedient, dann ist das natürlich einmal sehr unsozial, weil die Leute, die dann die Supportarbeit machen, nicht entlohnt werden und zum anderen auch sehr unverantwortlich gegenüber dem Auftraggeber, denn der wird ja irgendwelche SLAs haben wollen, also irgendeine Reaktionszeit, der wird ja ernst genommen werden wollen mit seinen Feature-Requests und das kann man natürlich damit nicht gewährleisten. Und dann fällt das wieder letztendlich darauf zurück, ne? Open Source Software funktioniert nicht, man bekommt keine Hilfe, die ignorieren uns und das ist natürlich dann auch wieder so ein schlechter Geschmack, der dann dabei übrig bleibt. Genau. Also wenn die öffentliche Hand Leistungen allein über Preis vergibt, benachteiligen sie im Prinzip einfach Anbieter, Hersteller, die investieren in Pflege, in Support, in Weiterentwicklung, in Sicherheit der Software. All das sind Punkte, die einfach Geld kosten. Und bei proprietärer Software habe ich einfach immer die Lizenzgebühren, die an den Hersteller gehen. Bei Open Source habe ich das halt nicht unbedingt. Und von daher ist es umso wichtiger, in der Beschaffung zu schauen, dass einfach auch wieder Teile an den Hersteller zurückfließen, sodass der einfach seine Mitarbeiter zahlen, weiterentwickeln und die ganzen Sachen pflegen kann. Wir hatten es vorhin in dem einen Beispiel, eine schlechte Umsetzung, die sollte eigentlich nur dem Anbieter schaden. Vermutlich wird er auch kein zweites Mal für irgendwie sowas ausgewählt werden. Aber leider ist es in der Praxis so,
dass es halt nicht nur auf den Anbieter zurückfällt, sondern einerseits auf das Ökosystem Open Source generell und andererseits auf den Hersteller oder auf das Projekt, was einfach direkt damit verbunden wird und dementsprechend auch dort einfach leidet. So, was für Möglichkeiten haben wir bei der Beschaffung? Wir haben eben auch gehört, es wird immer das wirtschaftlichste Angebot wird ausgewählt. Das ist auch im Beschaffungsrecht so geklärt. Wenn man das nicht macht, kommt irgendein Rechnungshof und kritisiert dann, dass man da Steuergeld aus dem Fenster geworfen hat. Es gibt allerdings in dieser ganzen Beschaffungsuniversum auch die UFAP. Das ist die Unterlage für Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen. Also wenn man nach UFAP googelt, findet man die. Ich glaube, aktueller Stand 2018. Und die zeigt Möglichkeiten auf, wie man außer dem reinen Preis weitere Kriterien in eine Ausschreibung anlegen kann. In 421 sind verschiedene Dinge genannt, auch so wie soziale Effekte und so weiter. Und was wir relativ spannend fanden, ist der Abschnitt 5.4, der sich konkret mit der Nachhaltigkeit als Aspekt beschäftigt. Nachhaltigkeit ist ja im Prinzip auch ein Thema, was relativ populär ist, wo man mit argumentieren kann. Und wir müssen im Prinzip eigentlich versuchen, dass wir in diesen Ausschreibungssituationen für Open Source generell einen Mechanismus etablieren können, wo nicht mehr die Beschaffungsstelle jetzt wissen muss, ich schreibe Open Source aus und ich bekomme Angebote, die teilweise auch Open Source sind. Was muss ich jetzt tun? Sondern dass wir so ein generelles Verständnis bekommen, wie würde man ausschreiben, wenn Open Source im Spiel ist. Und da ist Nachhaltigkeit, also die nachhaltige Pflege dieses Ökosystems, halt relativ wichtig. So, und wenn wir bei Nachhaltigkeit ein bisschen weiterdenken, das Erste, was uns dann so einfällt, ist zum Beispiel der blaue Engel. Das ist ja so ein Aufkleber für Drucker und Bildschirme und so, die energiesparend sind. Da gibt es sogar die Software Ocular aus dem KDE-Projekt, die ist mit dem blauen Engel zertifiziert, weil sie besonders energiesparsam arbeitet. Das an der Stelle weiter zu verfolgen, finde ich allerdings sinnlos, weil, auch das ist ein relativ aktueller Teil, eine ChatGPT-Suche braucht 10-mal so viel Strom, also Energie, wie eine normale Google-Suche, eine herkömmliche Google-Suche. Und da wir jetzt alle Richtung KI gehen, die Handys haben KI und so weiter, ist, glaube ich, das Einsparen von Rechenzeit an der Stelle kein vernünftiges Kriterium, um irgendwie eine Software zu bewerten. Im Endeffekt, gerade wenn wir über Software sprechen, ist halt interessant, inwiefern kann der Code wiederverwendet werden oder nachgenutzt, wie es so schön heißt. Und bei Nachnutzung ist einfach immer wieder die Frage, muss ich da Neuentwicklungen machen, kann ich Sachen anpassen, kann ich von dem ausgehen, was tatsächlich schon vorhanden ist, was vielleicht eine andere Behörde nutzt. Und generell sollte das mit Open Source eigentlich problemlos möglich sein. Aber wenn wir es jetzt wieder langfristig denken, funktioniert das Ganze nur, die Weiterentwicklung, die Pflege, die Sicherheit, wenn eben entsprechend auch Geld zurückfließt an denjenigen, der die Arbeit leistet. Und wir haben uns in unserer Working Group sehr lange und ausführlich darüber unterhalten, diskutiert, was denn vielleicht einfach Kriterien sein könnten, um das Ganze umzusetzen. In der ganzen Diskussion waren sowohl Hersteller als auch Dienstleister, als auch einfach Anbieter, die die Software nachnutzen, enthalten. Und wir sind im Prinzip zu 4 Kriterien gekommen, die wir gesagt haben, die sind einfach sinnvoll in diesem Beschaffungsprozess zu berücksichtigen. Da ist zum einen die Beziehung zum Softwarehersteller. Egal, ob das jetzt ein kommerzieller Hersteller ist, also ein Unternehmen, was hinten dran steckt, oder auch eine Community. Auch dort kann ich eine Beziehung zu der Community haben oder aufbauen. Der zweite Punkt war auch vorhin schon in dem Vortrag drin. Wie ist es mit Upstream-Veröffentlichungen? Wenn ich also von vornherein möchte, dass Dinge, die verändert werden, wieder upstream kommen, kann das ein ganz wichtiges Kriterium sein? Kann der Anbieter an der Stelle Upstream-Veröffentlichungen ermöglichen? Wie ist es mit Anpassungen, Patches? Kommen die ins Projekt zurück? Aus Sicht des Betreibers von der Software ist natürlich ein Third-Level-Support ganz wichtig, wenn ein Problem auftritt. Wie kann ich an der Stelle reagieren? Und ein vierter Punkt ist jetzt so eine ganz andere Sache. Auch das haben wir vorhin schon gehört. Im Prinzip habe ich ja in einem Projekt
einerseits Dinge, die ich selber entwickle. Ich habe aber auch Komponenten, Basiskomponenten drin, die gar nicht ich selber entwickle, sondern die ich auch wieder nachnutze. Und da ist die Frage, gibt es denn dort auch ein Engagement von dem Anbieter für irgendeine von den Basiskomponenten, die in meinem Projekt, in meiner Lieferkette drin sind, um damit die Lieferkette ein Stück weit abzusichern? Genau. Also, wenn wir einen kommerziellen Softwarehersteller haben, also ich sage jetzt mal Nextcloud vielleicht, das ist eine Firma, die baut eine Open-Source-Software und die bietet halt selber quasi Supportverträge an, um eine supportete, gepflegte und so weiter Version oder Installation dieser Software zu erhalten. Dann wäre ein Kriterium, dass der Anbieter mit diesem Hersteller der Software einen Vertrag nachweisen kann, dass er quasi die Rücksicherung hat durch den Hersteller, dass der Hersteller ihn unterstützen wird bei Installation, bei Performance-Problemen, bei Supportfällen, wo der Anbieter selber nicht weiterkommt. Und durch diesen Vertrag wird natürlich geregelt, dass dann auch eine Menge Geld quasi an diesen Hersteller fließt, der also dann auch ein Interesse daran hat, an dieser Sache zu helfen, weil es ist für ihn ja auch ein Geschäftsverhältnis in dem Moment. Bei einer Community ist es schwierig, da kann man natürlich schlecht irgendwie einen Vertrag abschließen mit irgendjemandem oft. Aber da kann man zum Beispiel als Anbieter nachweisen, dass man im Bereich Kontributionen zu dieser Software geleistet hat. Also nicht jetzt vielleicht einmal irgendwo was eingecheckt hat vor 5 Jahren, sondern das sollte dann schon irgendwie regelmäßig sein. Dass man also regelmäßig sich da engagiert, dass man also diese Software irgendwie kennt. Dass man möglicherweise Core-Kontributoren der entsprechenden Software im eigenen Unternehmen beschäftigt. Also bestes Beispiel ist hier vielleicht der Linux-Kernel. Da gibt es eine riesen Community. Ich wüsste nicht, wo ich einen Supportvertrag für einen Linux-Kernel, mit wem ich den abschließen soll. Aber viele Unternehmen beschäftigen halt Linux-Kernel-Entwickler, die halt nichts anderes machen, als Linux-Kernel zu entwickeln. Nur Linus Torvalds ist das beste Beispiel. Er hat, glaube ich, irgendwie nach seinem Studium oder kurz danach bei Transmeter angefangen und hat dann da irgendwie am Linux-Kernel weitergearbeitet. Damit kann ich natürlich ein Open-Source-Ökosystem nachhaltig unterstützen. Eine weitere Möglichkeit kann sein, dass er an Veröffentlichungen zu der entsprechenden Software mitgewirkt hat, also irgendwie Neuentwicklung vorangetrieben hat, Dokumentation dazu entwickelt hat, vielleicht freie Schulungsmaterialien veröffentlicht oder Absicherung der Lieferkette. Wir hatten eben ganz kurz SBOM gehört, dafür kommt ja mit dem CAA insgesamt noch eine große Geschichte auf uns zu, dass wir irgendwann darlegen müssen, welche Komponenten sind in unserer Software drin. Und auch da kann man sicherlich mitwirken, um diese Dinge und Prozesse mit aufzubauen. Genau, Sicherstellung der Upstream-Veröffentlichkeit. Im Prinzip läuft vieles auf ähnliche Punkte zurück. Habe ich als Anbieter selber Commit-Rechte im Projekt, weil ich vielleicht der Hersteller bin? Oder habe ich Entwickler, die Certified Contributor sind? Also im Prinzip ein Projekt, Open Document Foundation, LibreOffice, hat zum Beispiel ein Zertifikat für Entwickler. Das heißt, dort kann ich an der Stelle einfach prüfen, ist derjenige, der in dem Projekt für mitarbeiten soll, steht er auf der Liste drauf oder nicht? Vielleicht habe ich tatsächlich auch ein oder mehrere Core-Entwickler des Projektes bei meinen Mitarbeitern drin oder eine aktive Partnerschaft mit dem Hersteller der Software und damit auch einen maßgeblichen Einfluss auf das, wo wird denn hin entwickelt? Wenn ich jetzt einen Feature-Request habe, der wird entsprechend gehört. Oder wenn es um Bugfixes geht, dass an der Stelle einfach auch die eine gewisse Priorität bekommen, entsprechend schneller behoben werden, damit veröffentlicht werden und auch wieder ins Projekt reinfließen. Also das Ganze ist mit dem Upstream ist immer so die Sache, ich will nicht in dieser Einbahnstraße enden, ich will auch nicht ständig irgendwelche Patches pflegen, sondern ich will wirklich, dass die Dinge, die umgesetzt werden, die angepasst werden, die geändert werden, dass die einfach ein Teil des Projektes werden. Und entweder habe ich dazu die Möglichkeiten als Anbieter, die Verbindungen, oder ich habe sie halt nicht. Genau, ein ganz wichtiger Punkt ist auch der Third-Level-Support. Also ne, First-Level-Support ist, der Anwender hat ein Problem, ruft irgendwie die Hotline an und dann fragt man, hast du an der richtigen Stelle gedrückt, mach mal das und das und dann funktioniert es wunderbar. Second-Level-Support ist, das System ist falsch eingerichtet, der Administrator hat irgendwo in der Config-Datei eine falsche Option eingetragen oder so. Das kann man dann im Prinzip auch noch mit, ich sag mal, Log-File lesen und Config-Datei anpassen. Spannend wird es jetzt, wenn im Programm selber etwas schief geht und wir Third-Level-Support brauchen, nämlich jemand, der sich mit dem Produkt auskennt, der den Code möglicherweise auch vorliegen hat und kennt und nachvollziehen kann, wo im Programm etwas schiefgelaufen ist, wo vielleicht die Daten gelandet sind und wie man sie vielleicht auch wieder hervorzaubern kann. Und das kann ich natürlich nur sehr schwer, wenn ich eine
Software zum allerersten Mal irgendwo verkauft und installiert habe, selbst wenn es Open Source ist, wenn ich vor einem Riesenwust von Source Code stehe, den ich gar nicht kenne. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man im Prinzip in diesen Third-Level-Support vernünftig eingebunden ist. Und das kann ich halt entweder wieder machen, dass es einen Hersteller gibt, mit dem ich einen passenden Vertrag geschlossen habe. Der Hersteller kennt seine Software natürlich, der kann mir dann helfen. Oder ich habe halt Entwickler mit Commit-Rechten oder Core-Entwickler, die kennen den Quellcode der Software natürlich auch. Oder aber ich habe mich tatsächlich selber mit diesem Produkt schon beschäftigt in der Vergangenheit und habe dann vielleicht auch Patches irgendwie gebaut und habe die eingespielt, da ich also regelmäßig auch irgendwie Commits an der Software durchgeführt habe, die ich dann auch zum Beispiel nachweisen kann. Ja, der letzte Punkt geht jetzt wieder auf Community-Sicherung der Lieferkette. Also im Prinzip einfach, wir haben unser Projekt. Das Projekt besteht aus x verschiedenen Bauteilen. Auch das hatte Bianca in ihrem Vortrag ja drin. Ein Teil davon sind Sachen, die selbst entwickelt werden, ein Teil davon sind einzelne Komponenten. Und die Sache ist immer, kümmere ich mich ans Anbieter jetzt nicht nur um die Teile, die der Hauptbestandteil sind, sondern ich habe irgendwie einen Bauteil und für das übernehme ich einfach mehr Verantwortung. Und damit sichere ich letztendlich die komplette Lieferkette auch ab oder tue etwas für die Absicherung der Lieferkette. Ob das jetzt so ist, dass ich da einen Core-Entwickler entsprechend drin habe oder ob es so ist, dass an der Stelle ich einfach zum Beispiel SBOM verwende und die bereitstelle für die Community, all das sind Möglichkeiten, wie ich da reagieren kann. Genau, vielleicht hier gerade noch mal kurz ergänzend zu diesem Punkt. Das Beschaffungsrecht gibt ja relativ eng vor, wie so eine Ausschreibung erfolgen soll. Und im Prinzip, wenn man jetzt auf einem Topf von 20 Millionen sitzt, kann man natürlich sagen, ich versuche jetzt die Welt zu retten und versuche alle möglichen Projekte irgendwie ein bisschen zu beglücken. Wir hatten jetzt in letzter Zeit diese XZ-Geschichte gehört, nur so ein einsamer Entwickler, der da unter Druck gesetzt wird. Solchen Leuten muss man ja helfen. Das Problem ist, das kann ich in einer Beschaffungssituation nicht machen. Ich bin auf meine Ausschreibung fokussiert. Und wenn wir jetzt hier den Bogen zur Lieferkette spannen, die ja auch im CAA zum Beispiel aufgegriffen wird, dann können wir darüber natürlich von der reinen Software, die wir hier benutzen, den Bogen spannen zu allen Komponenten, die damit eingebaut sind und haben dann da die Möglichkeit, im Prinzip auch einzufordern oder zu unterstützen, dass man eben solche kleinen Projekte, XZ-Library installiert kein Mensch wissentlich in sein System, aber auch solche Dinge zum Beispiel zu unterstützen. In der UFAP, die hatte ich ja eben kurz angerissen, gibt es ganz grundsätzlich A- und B-Kriterien. A-Kriterien sind Eignungskriterien. Das ist dann so eine allererste Hürde. Man macht eine Ausschreibung, da melden sich dann eine Anzahl Anbieter und mit A-Kriterien kann ich dann schon mal filtern, wer kommt schon mal in die nächste Runde und wer fällt an der Stelle raus. Und es gibt die Möglichkeit, B-Kriterien zu benutzen. Das sind dann Wertungskriterien und dann wird quasi... Also das, was wir eben vorgestellt haben, diese vier Punkte, das wäre jetzt eine harte Formulierung als A-Kriterium. Alle diese Bedingungen müssen erfüllt sein, dann erfülle ich das A-Kriterium, dann komme ich in die nächste Runde. Ich kann jetzt zum Beispiel aber auch bei den Commit-Rechten ins Projekt zum Beispiel in Stufen vorgehen und sagen, er hat gar keine Commit-Rechte, dann gibt es null Punkte. Und er hat irgendwie schon mal einmal was committed, dann kriegt er einen Punkt und er hat ein bisschen öfter mal, dann kriegt er zwei und er hat Core-Entwickler, dann kriegt er fünf Punkte. Dann kriege ich so eine Punktezahl, die multipliziert man mit irgendeinem Faktor. Und das, was da am Ende gesammelt rauskommt, teilt man durch den Preis und dann hat man die berühmte Kennzahl Z und die kann ich dann für meine Entscheidungsfindung für die Vergabe heranziehen. Das heißt, ich kriege diese Qualitätskriterien im Prinzip in Relation mit dem Preis zu einer Aussage gemacht, womit ich jetzt nicht mehr nur den billigsten Anbieter nehmen muss. Das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Geschichte. Und das ist natürlich, wir haben lange und intensiv in unserer Working Group hin und her gerungen und diskutiert. Wo will man hin? Wir haben auch ganz am Anfang mal überlegt, ob man eine Zertifizierung macht, dass es so ein Label gibt, so ein nachhaltiger Open-Source-Anbieter. Und man dann zum Beispiel eine Ausschreibung sagt, wir bestehen aber auf der Zertifizierung nachhaltiger Open-Source-Anbieter, so wie, weiß ich nicht, Microsoft oder irgendwas Partner. Das Problem ist, wir arbeiten ehrenamtlich in dieser Working Group. Sehr viel in der OSBA passiert ehrenamtlich. Das heißt, wir können so ein Zertifizierungsprogramm nicht auflegen. Vielleicht wäre Zendis perspektivisch in der Zukunft mal, wenn es denn weiter ausgestattet wird mit Personal und Leuten, eine Stelle, wo so etwas stattfinden könnte. Also das ist ein Vorschlag. Wer möchte, wer sich berufen fühlt, darf ihn aufgreifen, auf der Basis weiterarbeiten. Wir haben jetzt erstmal nur gesagt, okay, es kommt auf die Ausschreibungssituation an.
Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip überlegen, was soll beschafft werden. Also wenn ich konkret entwickeln lassen möchte, dann ist zum Beispiel, oder wenn ich etwas weiterentwickeln lassen möchte, ich nehme eine bestehende Lösung und sage, ich möchte diese Accessibility dazu programmieren lassen, dann wäre ein hartes A-Kriterium die Möglichkeit, diese Sachen upstream in das Projekt zu bekommen. Dann kann ich das, was da auf der entsprechenden Slide steht, kann ich im Prinzip als hartes A-Kriterium vorgeben. Nur wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte eine Software bekommen, die soll bei uns installiert werden und soll laufen, ich erwarte nicht, dass wir daran was programmieren, da kann natürlich sein, dass da irgendwie Patches auftreten, dann kann ich das Ganze als B-Kriterium formulieren und würde darüber dann am Ende einen Anbieter hoffentlich finden, der in diesem Open-Source-Ökosystem, ich sag mal, zu Hause ist und nach den inoffiziellen Spielregeln spielt. Und das ist so ein bisschen die Idee, wie das mit der UFAP, also mit diesen Kriterien in der UFAP funktionieren kann. Das war die falsche Taste. Halt. So. Genau. Also, zusammenfassend, wir können über solche Kriterien versuchen, seriöse Open-Source-Anbieter zu identifizieren und auszuwählen im Rahmen einer Beschaffungssituation. Diese Kriterien können natürlich auch außerhalb der öffentlichen Hand eingesetzt werden. Also auch Unternehmen können natürlich heranziehen, um dann Anbieter zu finden. In der Unternehmenswelt, das ist meine Erfahrung, ist das alles viel einfacher. Da zählt sehr oft der Nasenfaktor, dass man einfach ein gutes Gefühl mit dem Gegenüber hat. Und dann macht man einfach zusammen Geschäfte. Das ist halt dann, Wirtschaftlichkeit ist dann nicht so zwingend vorgegeben. In der Working Group, das ist jetzt hier eine Premiere. Wir präsentieren diese Sache hier heute zum ersten Mal. Wir werden in nächster Zeit ein Positionspapier mit diesen Inhalten veröffentlichen auf der OSBA-Webseite. Die OSBA ist ja sehr relativ umtriebig, was so Handreichungen und Papiere und Statements zu bestimmten Sachen angeht. Wir freuen uns auf Feedback und Ergänzungen. Also wenn jemand hier ist, der sagt, da fehlt noch ein wichtiger Punkt oder der Punkt ist nicht umsetzbar, wir freuen uns tatsächlich über Feedback. Wir sind heute beide noch den ganzen Tag hier, sprecht uns einfach an. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich für die Aufmerksamkeit und wünschen noch eine weiterhin erfolgreiche Frostcon. Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank für eure Erfahrungen. Ich bin mir relativ sicher, auch nach der Diskussion, die wir vorher hatten, es wird Fragen geben. War das eine Fragemeldung direkt oder? Ja, gut, dann eins, zwei. Ja, super, danke schön für den Vortrag. Ich bin auch gerade in der Situation, dass ich gerade ein Vergabeverfahren durchführen muss aus Verwaltungssicht. Und ich glaube, dass sich die Anforderungen, die wir hier gesehen haben, da stimmen wir, glaube ich, hier in dem Raum, sagen wir zu mindestens 90%, vielleicht sogar zu 100% überein. Ich kann nicht in die Köpfe reinschauen. Sozusagen, was wir wollen, ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube, die spannende Frage, die ich mir noch so ein bisschen stelle, ist so ein bisschen der ganz konkrete Weg des Wie. Ich muss ja zum Beispiel bei all diesen Vorgaben, die ich mache in der Beschaffung, irgendwie begründen, warum das ganz konkret für meinen Auftragsgegenstand wichtig ist. Also solche juristischen Fragestellungen, das kann sehr komplex werden. Und gleichzeitig haben wir die Herausforderungen, die ich immer so wahrnehme, auch wenn ich mit anderen spreche in Behörden, dass wir in den Vergabestellen oftmals entweder sehr wenig oder gar keine Erfahrung mit diesen ganzen Themen haben. Also Softwarebeschaffung ist generell schon so ein Thema, was Vergabestellen vor Herausforderungen stellt. Wenn jetzt noch die Zusatzanforderung reinkommt, ja, es soll aber auch Open Source sein. Und ich habe ja noch eine lange Liste an Kriterienkatalog, Dinge, die ihr bitte in der Vergabeabteilung mitdenken sollt. Das überfordert viele Vergabeabteilungen meiner was ich so mitbekomme. Deswegen, mich würde mal interessieren, kennt ihr vielleicht gute Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat, wo ihr vielleicht auch konkrete Formulierungen aus Vergaben kennt, sozusagen, die wirklich den Vergabeabteilungen helfen, so ein bisschen als Blaupause, als Kopie. Das würde die Vergabeabteilung, glaube ich, sehr, also wirklich sehr unter die Arme greifen. Wir haben ja inzwischen auch durch die ganz gute Arbeit der letzten Jahre, auch im E-Government-Gesetz 16a, auch den Vorrang für Open-Source-Software drin. Das heißt, zumindest für die Bundesbehörden ist jetzt tatsächlich auch nach E-Government-Gesetz die Verpflichtung da, einen Vorrang für Open-Source-Software bei der Beschaffung einzuräumen. Ich glaube, in der Praxis scheitert es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mehr nach Verabschiedung des UZG 2.0 an der Frage des Wie, weniger an der Frage des Ob. Und genau. Also ich meine, in dem Positionspapier, was wir veröffentlichen wollen, haben wir uns genau auch über solche Sachen, über Formulierungen, Begründungen, auch so Wertungsskalen, wie ich denn so Sachen vielleicht aufbauen kann mit diesem Punktesystem, haben wir uns beschäftigt. Das wird ein Teil von dem Positionspapier werden.
Und wenn du magst, kannst du natürlich auch jederzeit auf uns im Vorfeld mal zukommen und wir können dir einfach das zur Verfügung stellen, was wir soweit schon haben und du kannst schauen, ob du das für deine Vergabesachen auch entsprechend nutzen kannst. Cool, danke. Ich bin gespannt. Also der Knackpunkt wäre jetzt, diesen Spin Nachhaltigkeit mit einzubauen in die Ausschreibung, wenn man Open Source macht. Und dann kann man ja begründen, dass das nachhaltig entsprechend gemacht werden muss, weil man die Software auch in 5 oder 10 Jahren noch benutzen möchte. Und dann kann man unter dem Aspekt entsprechend diese Kriterien mitgeben. Und das müsste eine normale Beschaffungsstelle, sagen wir mal, akzeptieren. Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, die sich vielleicht am Rande, also eher sekundär mit der Beschaffungsthematik befasst, aber vielmehr in Richtung euch geht als Hersteller von Open Source Software. Es gibt ja in der letzten Zeit diesen Trend, dass einige Open Source Projekte ihre Lizenz geändert haben zu nicht offiziellen Open Source Lizenzen, Business Source License, die Sachen. Was ist eure Perspektive als Hersteller von Open Source Software und oder auch von der OSBA auf diesen Trend, was die Ursachen sind, wie man als Community vielleicht darauf reagieren soll? Einige Projekte werden geforkt, andere dann nicht. Also das fände ich interessant, falls ihr da eine Meinung oder einen Einblick zu hättet. Also die Open Source Lizenzen, wie wir sie heute kennen, haben ja diesen ganzen Aspekt der Community gar nicht mit enthalten. Da geht es ja nur darum, dass der Empfänger einer Software den Quellcode bekommt, damit er dann damit machen kann, was er möchte. Zum Beispiel hat er einen neuen Scanner bekommen und kann den Treiber anpassen. Und natürlich gibt es Hersteller, also Redis zum Beispiel, das ist überall drin und die bezahlen auch Entwickler und die Entwickler wollen natürlich auch irgendwie ein Häuschen und ein Auto haben. Das heißt, das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn man dann große Anbieter sieht, die diese Software nehmen, möglicherweise weiterentwickeln und dann als gehostete Lösung, als Cloud-Angebot bereitstellen und all diese ganze Arbeit nicht mehr zurückfließt, dann ist das natürlich ein Problem. Und ich bin auf die weiteren Vorträge heute hier in dem Track gespannt. Die gehen ja teilweise auch in diese Richtung. Ich glaube, da kommt nachher einer noch, bezahlt doch endlich für eure Open-Source-Software. Bruce Perens, der ehemalige Debian-Projektlead, der halt auch den Begriff Open-Source geprägt hat, hat vor einem halben, dreiviertel Jahr ja auch mal eine Diskussion in Richtung Lizenzen aufgeworfen, ob man nicht eine neue Form von Lizenzen irgendwie baut, wo dieser Community-Aspekt oder dieser Zwang zur Wiederveröffentlichung mit einbauen kann. Also ich denke, die Diskussion ist angelaufen. Und wahrscheinlich wird es irgendwo in diese Richtung sich hoffentlich weiter bewegen. Nur dass, wenn man etwas Open Source irgendwo herbekommt und man ändert das und man stellt das anderen bereit, dass man dann auch wieder den Code veröffentlichen muss. Also die Diskussion ist schon untergewichtig da. Ja, ich glaube auch, dass es einfach, je mehr wirklich nachhaltig beschafft wird, also je mehr sich das Ganze dahin dreht, dass sich wirklich auch Unternehmen oder Behörden entscheiden, dorthin das Geld fließen zu lassen, wo die Entwickler sitzen, je mehr kann sich das halt auch wieder drehen. Weil ich glaube, dass das halt einfach etwas ist, was sich gegenseitig bewirkt. Wenn das Geld nicht zu dem Projekt fließt, sehe ich mich vielleicht auch als Entwickler, Gemeinde oder als Hersteller dann gezwungen, in Anführungszeichen, da mehr Sachen Closed Source zu machen. Und wenn sich das Ganze dreht, habe ich andere Möglichkeiten. Gut, dann die nächste Frage. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich hatte eine Frage bezüglich der Auswirkungen des Cyber Resilience Acts, gerade mit der Reliability-Richtlinie, die ja dazu rauskommt, sollte, glaube ich, solche, ich sag mal, Leaching-Ansätze, wie ich nehme mir einen Rocket-Chat, mal ihn blau an und nenne es dann Government-Chatbot oder so, der Vergangenheit angehören, weil die Unternehmen, die die Open-Source-Software betreiben und dann ja einen schlechten Namen geben, ja das Problem haben, dass sie sonst in Anführungsstrichen nach dem CRA die Haftung übernehmen müssen. Das heißt, dieser Bruch, den ihr beschrieben hattet mit einem Unternehmen, nimmt sich ein Stück Open Source Code und macht dann keine Verbindung zu den Maintainern, könnte gegebenenfalls zu einem gewissen Grad in die Vergangenheit gehören. Seht ihr das ähnlich oder macht die EU sich da so ein bisschen Illusionen, dass ihr gedacht habt, mit über Reliability bringen wir euch dazu, dass ihr sozusagen in der Supply Chain hochzahlt, weil ihr damit die Haftung auch durchgibt? Ich glaube nicht, dass das an sich etwas verändert, weil ich sage jetzt mal, wenn ich ein großer Anbieter bin, der viel Geld damit verdient, dass ich irgendwas white label in Anführungszeichen,
dann werde ich einfach auch die Hürde von der Haftung und von der Supply Chain und dem S-Bomb, was auch alles an Komponenten drin ist, werde ich genauso haben. Und gerade dadurch, dass der Trend ja auch viel mehr in Cloud-Lösungen geht, der Endanwender wird immer noch nicht sehen, ob da hinten dran ein RocketChat oder ein Matrix oder was auch immer steht. Also ich glaube nicht, dass so viel an der Stelle verändert, solange nicht ein Umdenken erfolgt. Ja, zum Thema Umdenken. Also ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Kulturunterschied manchmal, wie Open Source entwickelt wird und wie das dann von Behörden bei Firmen eingekauft wird. Und ja, ich hätte jetzt nur mal so die Frage, also die Kriterien, die er da jetzt aufgezählt hat, das finde ich sehr gut. So ein Zertifizierungsprogramm, Kulturunterschied, also das finde ich wieder nicht gut, weil da braucht man dann wieder zusätzliche Verwaltung drüber, die das macht, und für Open Source Projekte ist das so gut wie nicht stemmbar. Wie sieht das dann jetzt mit den Mitgliedern der Open Source Business Alliance aus? Also ich bin da mal gerade durch die Liste gegangen und da sind mir jetzt zumindest ein paar auch aufgefallen, wo ich jetzt bezweifle, dass die jetzt so viel da upstream contributen. Habt ihr da jetzt irgendwie Rückmeldungen, wenn da jetzt plötzlich so Kriterien kommen, ob die da mit glücklich sind oder nicht? Also wir haben das kontrovers diskutiert in der Working Group. Das beschreibt das vielleicht zusammenfassend. Und also ich bezeichne diese Leute als Trittbrettfahrer. Das sind Leute, die nehmen halt irgendwas und versuchen damit Geld zu verdienen. Grundsätzlich sei ihnen das ja gegönnt. Und auch in der OSBA gibt es natürlich Unternehmen, die vielleicht so in diese Richtung auch agieren. Aber da muss man auch so ein Change for Mindset hinbekommen und dass man sagt, nur so funktioniert es auf lange Sicht. Denn wenn ich einfach kurzfristig etwas melke, dann ist vielleicht das Projekt irgendwann eines Tages tot. Also wenn wir jetzt Redis zum Beispiel, Redis macht pleite, macht den Laden zu, weil sie halt ihre Leute nicht bezahlen können. Und das ist halt überall eingebaut. So, und wenn das jetzt nicht weiterentwickelt wird, dann kommen keine neuen Funktionen zu, die Performance wird nicht besser, Sicherheitslöcher werden nicht gefixt. Und ja, dann kann jeder versuchen, so ein bisschen für sich selber dann rumzufummeln, aber im Prinzip ist eine Basiskomponente irgendwie tot. Und wir müssen verstehen, dass diese Komponenten wichtig sind und dass man sie auch weiterentwickelt. Und in der OSBA findet die Diskussion statt und ich glaube, der größte Anteil der Mitglieder denkt in diesen Dimensionen und den Rest, den werden wir auch noch überzeugt bekommen. Also es ist auch nicht so, dass grundlegend du nicht Mitglied werden kannst und mit einzelnen Sachen nicht übereinstimmst. Also letztendlich ist es Unternehmen oder die Entscheidung des Unternehmens, ob es mitträgt oder nicht. Und die Diskussion ist auch noch nicht komplett abschließend in der OSBA gelaufen. Also von daher, das sind unsere Ideen von allen, die sich beteiligt haben. Und wir werden das natürlich auch dort in der OSBA selber noch weiter nach oben tragen. Ja, vielen Dank für eure vielen Ideen und Anregungen. Ich hätte zwei Fragen. Das erste ist, nochmal näher an den Mund, gut, ich werde nicht reinbeißen. Habt ihr schon Beispiele, wie man in einem Vertrag, oder gibt es Beispiele in der Vergangenheit, wie in einem Dienstleistungsvertrag festgelegt wurde, dass der Anbieter oder der Dienstleister eben Upstream-Leistungen erbringen muss? Weil ich stelle es mir aus Unternehmenssicht, wo ich herkomme, schwer vor, dass ein Unternehmensleiter sagt, ja gut, wir haben den Dienstleistungsvertrag und einen Teil der Summe, die wir einnehmen, die geben wir an das Projekt weiter, weil dafür gibt es einfach kein Business Case. Also das müsste ja direkt im Vertrag eigentlich festgelegt werden. Den Teil der Summe muss für den Core-Entwickler ausgegeben werden und so weiter. Dieses, jenes Projekt muss festgelegt werden. Weil wenn das nur, glaube ich, schwammig festgelegt ist, gibt es wahrscheinlich die Gefahr, dass eben der Dienstleister das den Verpflichtungen nicht nachkommt. Habt ihr da Beispiele dafür? Haben wir nicht. Und wir haben ja auch keine konkreten Summen geschrieben. Wir haben ja nirgendwo gesagt, er zahlt eine gewisse Summe an ein Projekt, sondern er engagiert sich in dem Projekt oder unterstützt dieses Projekt. Und das muss er dann halt darlegen und das wird wahrscheinlich jeder Anbieter auf seine eigene Weise machen. Okay. Zweite Frage geht an den Erstredner, der hat jetzt ein bisschen in die ähnliche Richtung schon mal das erwähnt. Habt ihr denn irgendwie Gedanken dazu, wie man jetzt zum Beispiel, aus dem Unternehmensumfeld, wenn ich meiner IT-Abteilung sage, Open Source wäre ganz gut, dann schauen die mich mit großen Augen an, warum denn? Also mit irgendwie Werten braucht man da gar nicht zu kommen, warum Open Source gut sein soll. Das interessiert nicht, es geht darum, dass am Ende des Tages muss es so günstig wie möglich sein. Und wie kann man denn, oder welche Ideen habt ihr denn, wie man, sag ich mal, einen Business Case entwickeln kann, dass es für ein Unternehmen Sinn macht, eben
Open Source einzukaufen anstatt Closed Source. Weil rein monetär sagen die sich, ja, ist ja schön und gut, aber bringt uns nichts. Ja, also ich meine, die Frage ist immer, kaufst du Open Source ein oder ist das, was du machen willst, nachher Open Source? Entweder weil du dich selber als Unternehmen dazu entscheidest, das zu machen, weil du vielleicht eine Community aufbauen willst, die dann für eine Verbreiterung und eine Bekanntheit sorgt von dem, was du entwickelst. Oder ist es so, dass es halt einfach von der ausschreibenden Stelle gefordert wird und du halt den Auftrag entweder annehmen kannst oder nicht. Also dir muss halt klar sein, du verdienst dein Geld letztendlich immer über die Dienstleistung. Je mehr du dich in diesem Projekt, in der Entwicklung, in dem Thema beschäftigst, desto mehr Folgeaufträge und Sachen werden auch an dich gehen. Also es ist nie so, dass das Geld darüber verdient werden wird, dass du da Lizenzkosten oder irgendwas bekommst, sondern du bekommst halt immer nur die Dienstleistung. Und entweder passt es und kannst es verkaufen intern oder halt nicht. Ja, aber jetzt eher vom Auftraggeber her. Also welchen Sinn oder wo sieht der Nutzen, der Mehrwert des Auftraggebers aus, Open Source zu nehmen anstatt Closed Source Lösung? Ich würde jetzt mal ganz lapidar mit DSGVO antworten. Also ich habe als 14-Jähriger in Köln auf dem Neumarkt gegen die Volkszählung demonstriert. Daraus ist das Bundesdatenschutzgesetz entstanden. Das ist jetzt die DSGVO, gilt EU-weit. Und damit werden Daten von Personen geschützt. Das Problem ist, dass sie nicht konsequent durchgesetzt wird. Also wenn man sie konsequent durchsetzen würde, würden ganz viele Unternehmen Probleme bekommen. Denn wenn ich schon eine E-Mail irgendwo hinschicke und die dann irgendwie mit Microsoft-Produkten nach Amerika oder Apple- oder Google-Produkten nach Amerika übertragen wird, ist das ja alles schon eigentlich nicht mehr zulässig. So, wenn das konsequent umgesetzt würde, ist die einzige, also wahrscheinlich die Hauptantwort wäre, nimm Open Source. Weil dann, was du Kontrolle, was macht der Code und wo speichert er die Daten und was passiert damit? Das ist eigentlich so im Unternehmensumfeld, also wo ich mit Kunden argumentiere, um diese Produkte zu verkaufen und wie man sicherlich auch die eigenen Mitarbeiter überzeugen kann. Dazu kommt natürlich, gerade bei Mitarbeitern, hoffentlich dann noch der Spieltrieb. Ja, man kann mit Open Source viel, viel mehr machen als mit fertiger Software, wo man nicht reingucken kann. Ich habe immer wieder Fälle, dann gibt es irgendwie Probleme mit einer Software und dann hat man da irgendeinen Consultant sitzen und dann frage ich halt ja, was ist denn da und damit? Weiß er nicht. Ja. Nachgucken kann das auch nicht, er hat ja keinen Quellcode dafür. Und dann reiht man da rum, was denn da rein muss und wie der vielleicht macht unten drunter. Und das ist mit Open Source alles viel, viel einfacher. Das braucht aber so ein bisschen natürlich eine Kultur. Ja, ich glaube auch, dass so dieses Thema Schnittstellen, also Schnittstellen wird etwas sein, ist immer wichtiger. Und wenn ich halt jetzt wirklich irgendwelche Referenzimplementierungen, offene Schnittstellen habe, dann kann ich da halt viel leichter an andere Produkte andocken. Ich glaube, dass das schon einfach auch ein Argument ist, was immer stärker in der Zukunft kommen wird, dass ich irgendwelche REST-APIs oder APIs oder sowas habe, wo dann das Produkt halt einfach mit anderen Sachen sprechen kann. Und ich habe eine Nachnutzung von den Daten, die in meinem ERP drin sind, die tauchen dann auch im CRM auf und. Und das sind halt alles Sachen, wo man Schnittstellen für braucht. Und über offene Schnittstellen hat man da halt viel mehr Möglichkeiten. Danke. Dann hat er da hinten noch eine Wortmeldung, genau. Erstmal, was ist eure Ansicht zu so Dual-Licensing-Modellen? Weil ein Konzept, was ich immer häufiger sehe, ist irgendwie so AGPL mit einem CLA, dass die das dann auch als Nicht-AGPL-Software verkaufen können an irgendwelche größeren Konzerne, weil so Sachen wie Amazon Web Services oder so gehen auf die AGPL ja wieder Teufel auf Weihwasser. So. Also ich meine, ich kann jetzt nur so von uns sprechen. Wir als Hersteller, ist so, unser Produkt hat auch ist ein Open-Core-Modell. Also wir haben 99% ist Open-Source. Teil davon ist auch AGPL. Und es gibt einen gewissen Business-Teil, den wir unter einer anderen Lizenz haben. Ich glaube, das ist, wie gesagt, einfach auch so eine Reaktion auf das, je nachdem, womit ich Geld verdienen kann, wie es angenommen wird, wie viel Geld zurückfließt, bin ich halt wirklich in so einem Umbruch, dass einfach Unternehmen sehr viel häufiger dazu gehen, auch zu sagen, Teile davon sind entweder Closed Source oder dual lizenziert und solche Sachen. Mehr ist, ja.
Der andere Punkt zu den Zertifizierungen und den ganzen Ausschreibungskriterien. Natürlich erstmal ja, klar, die ganzen Ultrabillig-Anbieter, wenn die Verwaltung den Ultrabilligkram bestellen will, dann kriegt die halt nur den Ultrabilligkram. Von daher macht es da auf jeden Fall Sinn, da irgendetwas dagegen zu unternehmen. Aber vor allem das mit den Zertifizierungen, befürchte ich, wird dann so ein bürokratisches Monster potenziell wieder werden. Und das finden so Leute wie Cancom oder Bechtle bestimmt ganz toll, weil die sind groß und die können das alles machen. Aber alle, die halt nicht so groß sind, die haben dann halt die A-Karte. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Wenn ich ein Zertifikat hätte, dann mache ich das den Beschaffungsstellen natürlich sehr einfach. Dann sagen die, wir wollen Open Source und wir wollen es nachhaltig. Heißt, du musst dieses Label vorlegen. Dann hat die Beschaffungsstelle, ist es für die sehr einfach, eine Entscheidung zu treffen oder eine Selektion durchzuführen. Wenn es kein solches Zertifikat gibt und im Prinzip innerlich bin ich auch eigentlich ein bisschen dagegen, dann bleibt die Auswertung dieser ganzen Kriterien immer an der Beschaffungsstelle hängen. Die müssen jetzt im Prinzip das, was der Anbieter dann darlegt, also dass er da schon irgendwelche Commits gemacht hat, müssen die bewerten. Und das geht dann halt auch von der Beschaffungsstelle an die, oder vielleicht geht es von der Beschaffungsstelle an die Fachstelle, die das dann auch tatsächlich nachvollziehen und bewerten können. Aber dann verbleibt natürlich ein Großteil der Arbeit da. Das ist so ein bisschen die beiden Seiten dieser Medaille mit der Zertifizierung. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, Zertifizierung hilft nichts, wenn ich eine nachhaltige Zertifizierung habe. Und also ich sag mal, eine nachhaltige Zertifizierung generell für Open Source, weil es bedeutet nicht, dass wenn ich mich, ich sag jetzt mal, in LibreOffice oder Nextcloud auskenne, dass ich dann mit irgendeinem anderen Produkt entsprechende Erfahrung habe. Also von daher kann eigentlich, wenn wir über Zertifizierung reden, ist es so, dass im Prinzip der Hersteller eine Zertifizierung eigentlich für sein Produkt machen muss. Und da, glaube ich, scheitert es dann auch wieder ein Stück weit an der Umsetzung, dass die Hersteller entweder kein Interesse haben oder keine Mittel dafür haben. Und wie gesagt, eine Zertifizierung für alles, glaube ich, wird überhaupt keine Lösung oder eine Antwort sein. So, okay, wir hatten noch eine Frage. Ich würde aber trotzdem noch kurz ins Publikum fragen, gab es noch jemand anderes? Weil ein Fragesteller hier hat es sich schon mal gemeldet, deswegen würde ich sonst Vorrang einräumen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay. Okay, ja, wir haben noch ein paar Minuten. Deswegen, ich wollte jetzt mal noch mal fragen von der anderen Richtung. Es ist schon vorhin so ein bisschen angeklungen auch, also Zertifizierung und so weiter. Open-Source-Projekt, wenn du eher so ein kleines Open-Source-Projekt, speziell wenn du in der Community bist, dann ist das schwierig, das sowas umzusetzen. Also ich bin jetzt auch gerade in der Situation, dass ich für ein Open-Source-Projekt, was eher wie eine Community geführt wurde in der Vergangenheit, das versucht zu professionalisieren. Habt ihr denn jetzt Tipps so ganz allgemein für, also mal von der anderen Richtung, bisher haben wir immer Anforderungen an die öffentlichen Behörden und so weiter, dass die Vergabe verbessert werden soll, besser zugeschnitten werden soll. Habt ihr Tipps an Open-Source-Projekte, wie sie sich vielleicht besser positionieren können, um dann sowas, wie da am Anfang dargestellt wurde in dem Zitat, das vielleicht zu vermeiden, dass man von Anfang an besser da positioniert ist bei so einer Vergabe? Ich sag mal, wir sind ja auch ein relativ kleiner Hersteller. Ich würde sagen, das ist einfach generell in diesen Ausschreibeprozessen sehr, sehr schwierig, weil oftmals die Eignungskriterien, die aktuell existieren, wird keins von den kleinen Projekten in irgendeiner Art und Weise erfüllen können. Also solche Sachen wie weise nach, dass für gleichwertige Projekte mit 2000 Mitarbeitern irgendwas gemacht hast. Wenn du ein Projekt bist, wo du überhaupt keine Kundenbeziehung hast, hast du keine Chance nachzuweisen, sowas. Und solange solche harten Kriterien Vorrang haben in dem Beschaffungsprozess, ist es, glaube ich, auch einfach schwierig. Weil natürlich ist es aus der Beschaffungsstelle wichtig, solche Eignungskriterien da zu haben, aber es sorgt halt auch sehr schnell dafür, dass du als Projekt an der Stelle rauskommst. Wie professionell das Ganze organisiert ist oder nicht, oftmals wirst du an Eignungskriterien einfach scheitern. Und du kannst dich dann nur einfach mit einem anderen, der dir eine Eignungsleihe macht, wie das so schön heißt, da dann zusammenfügen, wobei Eignungsleihen, ich sage jetzt mal technisch gesehen, relativ einfach sind zu bekommen. Finanzielle Eignungsleihen zum Beispiel ist fast unmöglich. Okay, Frage beantwortet? Okay, also wenn du noch was beitragen wolltest, Klaus, sehr gerne. Nee.
Ich hatte ihn seine Frage ein bisschen anders verstanden, mehr so in Richtung, er ist eine Community, wie kann er jetzt irgendwie was zeigen? Und das Einfachste wäre vielleicht auf der Projektseite dieses, also irgendwie vielleicht die Firmen, die einen unterstützen, entsprechend zu listen. Da gibt es ja Sachspenden, Zuwendungen, Kontributoren, die da mitarbeiten. Und dann hätte man zumindest da, wenn diese Software von dem Projekt jetzt ausgeschrieben würde, zumindest schon mal, würde man den Anbietern, die mit dem Projekt zusammenarbeiten, schon mal die Möglichkeit geben, sich relativ einfach auch zu positionieren, zu sagen, das ist ein Projekt, da gibt es keinen Vertrag, aber guck, die haben uns schon mal gelistet, wir arbeiten mit denen zusammen, dann wird es vielleicht da an der Stelle einfacher, falls das so ein bisschen die Richtung der Frage war. Okay, das ist ja ein schöner Abschluss. Okay, eine Frage, dafür haben wir noch Zeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht noch ein bisschen in die andere Richtung, ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, denn tatsächlich ist es ja so, dass bei Ausschreibungen weiche Kriterien immer ein bisschen schwieriger sind. Also das heißt, wenn man es nicht werten kann, wie Sie sagten, wir geben jetzt keinen Preis vor, der weitergeleitet werden soll, das ist immer ein bisschen schwierig. Und dann ein paar Punkte, muss ich sagen, widersprechen mir ein bisschen dem Open-Source-Gedanken. Weil diese Herstellerabhängigkeit will man ja eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt dadurch wieder Herstellerabhängigkeit reinbringt, es hat so ein Geschmäckle. Ein Beispiel zum Beispiel, Nextcloud haben Sie ja genannt als Beispiel, davor gab es OwnCloud. Wenn man jetzt gar sagen würde, nur mit dem Originalhersteller darf man Support anbieten, dann wäre es ja OwnCloud, nicht Nextcloud. Also das ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber vielleicht wissen Sie, was in welche Richtung ich will. Das kann natürlich auch der Anbieter sagen, ich mache das ohne den Hersteller. Das muss auch offen bleiben. Das ist meist schlechter, funktioniert nicht so gut, aber sollte schon irgendwie auch ein bisschen offen bleiben. Ich glaube, es hängt einfach davon ab, wo willst du hin? Also ist es so, dass du quasi auf einen Fork von irgendwas hinaus willst? Also du willst das wirklich bewusst anpassen und auf der Anpassung bleiben, dann ist es gut und richtig, es offen zu lassen. Wenn es aber so ist, dass eigentlich dein Ziel ist, das weiter zu nutzen, dann bist du halt einfach ganz, ganz schnell in dieser Einbahnstraße. Damit musst du sagen, entweder lebe ich damit, das ist das, wo ich hin will, ist für mich okay, oder aber du willst eigentlich, dass die Nextcloud-Sachen immer wieder in dein Zeugs reingemerged werden. Und wenn du das halt willst, dann musst du immer wieder investieren, dass die Änderungen, die für dich gemacht werden an dem Originalcode, dass die halt immer wieder da reinfließen. Oder aber die Sachen fließen tatsächlich ins Projekt rein. Und wie gesagt, wir haben ja auch jetzt nicht generell gesagt, es geht immer nur darum, du musst 100% diesen Vertrag zu dem Hersteller haben, weil gerade bei Projekten hast du den Hersteller nicht, sondern es geht halt wirklich darum, kann der Anbieter wirklich darlegen, dass er zum Beispiel dort auch Commit-Rechte hat? Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, mich mit Nextcloud eine Vereinbarung irgendwo habe als Anbieter und kann dort Veränderungen machen, kann Patches einreichen und ich weiß auch, dass diese Patches dort gelesen werden und berücksichtigt werden, dann brauche ich nicht unbedingt mit denen, dann habe ich den Vertrag mit dem Anbieter und der Anbieter hat wieder eine Verbindung zum Hersteller. Also das ist halt im Prinzip so das, was die Idee hinten dran ist, zu sagen, überleg dir genau, was du haben willst und dementsprechend verwende das eine oder andere halt in deiner Ausschreibung. Das heißt auch nicht, dass du alle vier Kriterien erfüllen musst oder in deine Ausschreibung aufnehmen musst. Das sind einfach Zusatzkriterien, die man in so einer Beschaffung berücksichtigen kann. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank für die Antwort. Also man merkt, die Diskussion hat gerade noch mal so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Deswegen auch hier die Frage, kann man euch noch irgendwo auf der FrostCon begegnen, Diskussionen weiterführen? Wir sind heute den ganzen Tag noch da und ihr habt uns jetzt gesehen, sprecht uns an. Das ist super. Vielen Dank dafür schon mal. Eine Frage hätte ich dann auch noch, aber ganz, ganz kurz, nämlich das angesprochene White Paper. Wann wird das ungefähr erscheinen? Ich will jetzt hier nichts versprechen, aber ich sage mal, innerhalb der nächsten 2 Monate sollte es auf der Webseite sein. Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank dann von meiner Seite auch noch und dementsprechend bitte ich jetzt nochmal herzlich um Applaus für den Vortrag. Dankeschön. Dankeschön.